irrsinniges Lachen konntest. Yay! So, dann macht uns mal ein kleines Feuerchen. Jesus Gott, das hört sich an, als ob sie kacken gehen wollten. Oh ja, du hast ja so recht, mein guter Freund. So, dann können wir ja mal gefahrlos runter. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, total verpennt, oder? Moment, weiß gar nicht, habe ich überhaupt gegen die Jungs gekämpft? Ich bin gerade echt am Überlegen. Habe ich gegen die gekämpft? Habe ich nicht? Egal. Ich bin immer noch ein bisschen verschleimt. Das Problem habe ich gestern schon gehabt, als ich Beyond Good and Evil aufgenommen habe. Jungs? Hey! Was habt ihr da hinten schon wieder getrieben? Plant ihr eine Verschwörung gegen mich? Nicht mit mir. Und so geht's euch auch. Genau wie diesem Korb. Ich glaub's ja nicht. Plant ihr eine Verschwörung gegen mich? Macht lieber die Küche kaputt. Oh, und Bier steht auch da rum. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Besauft euch, meine Freunde. Vergesst Revolution. Ich gebe euch Bier und Liebe. Bärige Liebe. Oh ja. Wobei man den Part mit bäriger Liebe irgendwie falsch auslegen könnte, wenn man pervers veranlagt wäre. Was leider Gottes jeder zweite YouTuber ist. Gibt's doch zu. Ihr seid doch nur auf YouTube gelandet, weil ihr es mit YouPorn verwechselt habt. Seid ehrlich, erforscht eure Gefühle. Wie Darth Vader sagen würde. Ihr wisst, dass ich recht habe. Lalalalalala. Oh, guck mal, sie haben den Kotzeimer schon wieder stehen lassen. Oh, schön. Ist das Klo wieder übergelaufen? Habt ihr wieder in die Portreihe an müssen? Also ich bleib dabei, wenn das Essen sein soll, dann gute Nacht. So, alle da? Ja, sag mal, wo wollt ihr denn schon wieder hin, Jungs? Da bin ich doch gar nicht, meine Güte. Man kann die Kleinen einfach nicht rennen lassen. Hallo, Captain Fettsack. Moment, muss ich den jetzt echt schon verdreschen? Moment. Was? Jetzt schon? Ernsthaft jetzt? Hä? Ich hab das aber ein bisschen länger in Erinnerung. Echt jetzt? Okay. Na gut. Mir soll's recht sein. Ernsthaft? Komisch. Junge, zieh die Hose hoch, das ist ekelhaft. Ja, groß. Na, komm mal her, du. Im Prinzip ist der Typ vom System her wie ein Troll. Nur mit ein paar Extras. Oh. Na, fängst du jetzt schon mit deinem Supermove an? Nee, noch nicht. Das Blöde an dem Kerl ist, ab einem gewissen Grad verwechselt er sich selber ganz gerne mal mit einem Beyblade. Soll... Naja, ihr werdet es gleich sehen. Ach ja, das sind jetzt die Dinger, wo ich beim letzten Mal gemeint habe, ihr werdet schon erkennen, was das sein soll. Wo ich gemeint habe, das wären Waagschalen, aber es sind Futtertröge. Bist du lecker. Ach ja, jetzt macht er nicht den Move. Ey, bist du hässlich. Na komm, ich mach dir mal ein bisschen Feuer unterm Arsch. Bringt leider Gottes kaum was. Egal. Lalala. Ach, wenn ich schon... Ach ja, doch. Es geht. Man bringt es natürlich auch zustande, den Kerl platt zu walzen, ohne einen einzigen zu verlieren, aber so talentiert bin ich nicht. Man kannst du jetzt auch mal stillhalten. Jetzt. Komm her. Ich knuff dich. Ich meine natürlich, ich massiere dir die Speckschwarte. Und? Blöpp.
schießen wir einen Ballon. Yay, wie eine große Überraschungspizza. Pinata. Alter Beule. Das ist das konzentrierte Böse, Herr. Es sammelt sich in jenen mit einem besonders bösen Charakter. Hey Mutti, Freude, die Toilette ist schon wieder explodiert. Schön, schön. Ist es nicht schön, wenn die Toilette einem um die Ohren fliegt? Oh Gott, kann ja mal wieder einer aufwischen. Shadow, wo bist du? Einmal aufwischen in Gang 3, bitte. Komm schon. Das ist ja ekelhaft hier. Ach, die Käferchen, die mag ich. Die geben nämlich Energie und nicht zu knapp. Apropos Energie, ich könnte mal wieder ein bisschen Gefolge gebrauchen. So, übrigens, wir haben gerade unseren allerersten, ja, Helden getötet, also einer von den Fuzzis, die damals den Overlord getötet haben. Naja, wie erfolgreich sie waren, das sehen wir ja hier. Sie haben echt schlampige Arbeit geleistet, aber was erwartet man von einem großen Fleischbällchen? Was? Ich soll Brot kaufen gehen? Okay. Lalalala. Du-di-du-di-du. Na gut, an der Stelle sei gesagt, Wildfried war eigentlich noch mitunter der einfachste von den Bossen. Na wobei, es gibt noch einen anderen, also da ist das drumherum schlimmer als er. Ah. Jep, allerdings sind sie im Nahkampf scheiße. Wenn ihr eure maximale Hordengröße bereits mit den Braunen erreicht habt, könnt ihr sie am Tor austauschen. So. Okay, 10 davon und ihr den Rest. Ein wenig üben, Meister. Wählt eure Roten aus. Rote. Los, meine Kleinen. Die Roten jetzt zu der Feuerbarriere da drüben ausschwärmen. Dö, dö, dö. Und ruft da! Teller zertrümmern können die alle. Gute Jungs, gute Jungs. So, was sind das eigentlich? Kuharsch? Jupp, Kuharsch. Arsch von Kuh. Lecker. Das sind auch noch. Das ist rote Lebens. Ah, doch. Damit könnt ihr weitere rote um euch scharen. Unterprächtig. Ich wusste jetzt gerade nicht mehr, ob das jetzt rote oder braune sind. Ja, ihr seid Intelliklug, meine Lieben. Na ja gut, ich habe selber nicht mehr gewusst, ob sie da schon in Flammen aufgehen oder nicht. Na, scheiß drauf, wir haben ja genügend. Schluck. Das fängt ja schon mal richtig gut an. Ich verbrate hier schon meine ersten Braunen wegen nichts. Das ist das rote Schergenest. Hey, schön. Zusammen, um es zum Wildpunkt-Tor tragen zu lassen. Ach, dammit. Ich brauche mehr von denen. Ja. Weg mit euch, her mit dir. So. Dann muss ich mal warten, bis es wieder ein paar Käferchen hier gibt. Oder da vorne? Ah ja, doch. Da sind ja noch einige Käferchen. Holt mir mal ein bisschen Energie, ich brauche nämlich ein bisschen was. Zum Glück wehren sich die Viecher nicht allzu sehr. Na, und während ihr hier mal aufräumt. Oh. Brötchen. Na. Ja. Die Energie wäre mir natürlich auch noch lieb. Danke. So, okay. So, langsam aber sicher ergibt sich da eine kleine Armee. 232 und 4.
Ja doch, wenn wir mal so ein paar tausend haben, bin ich happy. Kann man erreichen. Dauert aber ein bisschen. So, meine Lieben. Holt mir mal das Ding da. Danke. Na? Jungs, ihr sollt nicht zu mir zurückkommen. Ihr sollt da tragen helfen. Nicht so faul. So, und während ihr das Ding da Gassi tragt, ich weiß es gar nicht, kämpfen die gegen uns, oder? Na? Stehen die euch im Weg, oder? Ja doch, ich glaube, solange die Käfer da rumstehen, bewegen sie sich nicht. Naja. Wir können das ja einfacher machen. Na? So. So ist es fein. Gute Duck-Ducks. Und nu, weitertragen. So, mal gucken. Kommen wir da längs, dort längs, hüpen, düppen, tütentün. Na, dann können wir hier schon mal ein bisschen aufräumen. Die perfekte Gelegenheit, eure Roten an diesen Halblingen zu testen. Ich will doch gar nicht was testen. Ach, Manu, nie darf ich was. Na? Komisch. Er klopft. Ach, die GEMA. Ach, ihr seid so niedlich. Keine Chance. Ja, also im Fernangriff sind unsere Runen unschlagbar. Allerdings im direkten Nahkampf, naja. So hilfreich wie ein nasses Handtuch. So, dann räumen wir schon mal davon ein bisschen auf, damit sie ein bisschen durchkommen. So. Da müssen wir nicht längs. Können wir aber dennoch gleich mal machen. Jetzt kommt die Nummer. Das wird schön. Bumst der gerade die Wand? Ihr müsst die Roten so positionieren, dass sie sich schön grillen können. Alle! Ich grille gern. Mal überlegen, eine günstige Position. Lalalalalala. Ihr könnt dafür sorgen, dass eure Schergen ihre Position halten, indem ihr Sammelpunkte setzt. Braune! Hab ich bereits. Solange sie die Köche zurückhalten, könnt ihr die Braunen zu diesem Feuerrad schicken. Yay! Oder sie kommen wieder angescheißert und bringen mir Lebensenergie. Ach, wie süß. Habt ihr gerade gesehen? Der hat sich Wilfrieds Krone gekrallt. Oh! Würdet ihr jetzt mal endlich dem Jungen da schieben helfen? Meine Güte. Die machen heute alle blau. Faule Bande. Ja, natürlich. Der bringt mir wieder Energie. Beweg dich. Geh schieben. Meine Güte. Ist ja schlimm hier. Guckt mal, ich der Fünfte. Das sind doch unmöglich fünf, oder? 1, 2, 3, 4, Wir haben Flammen und ein Gemetzel gesehen. Gut gemacht. Okay, könnten vielleicht doch fünf gewesen sein. Ihr wählt alle. Lalala. Ach, nee, Moment. Da bist du rumgegammelt. Ach, du kommst ja toll von, nur weil du ein Krönchen auf hast, hä? Ja, typisch. Wenn man auf die Saubande nicht aufpasst, dann rennt sie überall rum. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, hier kann ich sogar runter. Yep. Nur vor ging das nicht. Yay. I'm overpowered. Nicht wirklich.